in der DDR, einem Zentrum des früheren Automobilbaues, gab es nach 1945 kein Feinblech für Autokarossen. Die metallurgische Basis Deutschlands war ja in den westlichen Ländern. Das gesamte Blech für die Autofertigung musste deshalb importiert werden. Herr Kurt Lang, der damalige Leiter der Hauptverwaltung Fahrzeugbau, hatte die Idee, Kunststoffe für die Außenhaut der Karosserien zu verwenden. Ende 1951 begann diese Entwicklung. Nach ersten Versuchen an F8 Motorhauben mit PVC als Bindemittel wurde aus dem F8 durch Umdrehen des Motors um 180 Grad die erste serienmäßige Kunststoffkarosserie der P70. Auf dem Dach des P70 steht hier das Entwicklungskollektiv dieses Fahrzeuges, neben Herrn Sonntag, Herr Hans, Herr Ladewisch, der frühere Leiter der Kunststoffentwicklung, Herr Bartel, Herr Klaus, Herr Schädlich, Herr Reichelt und Herr Probsthahn, der Betriebsdirektor von AWZ Zwickau. Das ist eine der ersten P70-Karosserien. Dieses Fahrzeug stand 1955 auf der Messe in Leipzig. Die Kunststoffteile sind unlackiert. Vom P70 gab es drei Varianten. Hier sehen Sie das Coupé. Es wurde im Karosseriewerk Dresden produziert. Der Nachfolger des P70 war dann der Trabant P50. Der Trabant P50 war das erste Fahrzeug mit Stahlskelett und einem tragenden Stahlaufbau für die Befestigung der Kunststoffteile. Das Fahrzeug war noch etwas rund, es entsprach dem damaligen Zeitgeschmack. Das Bauprinzip des Skelettes ist hier an diesem 601-Rahmen sehr deutlich zu erkennen. Das Ziel der Kunststoffkarosserieentwicklung stellte dieses Fahrzeug, der sogenannte P603, dar. Es war ebenfalls ein Fahrzeug mit Vollkunststoffkarosserie und Stahl-Skelettrahmen. Die Volleckausführung entstand dadurch, dass wir eine querliegende Phosphatieranlage hatten und damit die Gesamtlänge des Fahrzeuges begrenzt war. Der Innenraum sollte laut Festlegung des Hauptverwaltungsleiters Fahrzeugbau, Herrn Kurt Lang, den Maßen des 311 entsprechen. Daraus entstand dann die Vollheckentwicklung. Dieses Fahrzeug kam im Werk Sachsenring leider nicht zum Anlauf. Es waren 12 Fahrzeuge bereits produziert. Der Serienanlauf war vorbereitet. Anfang 1969 sollte die Serienproduktion beginnen. Da musste abgebrochen werden. Mit dem Trabant 1.1 endete schließlich unsere Kunststoffkarosserieproduktion. Dieses Fahrzeug hatte einen Viertakt-Ottomotor. Hier ist das 3-millionste Auto zu sehen. In dem nachfolgenden Film ist der Fertigungsablauf insbesondere der Kunststoffkarosserie dargestellt. Die Festigkeit des Duroplast-Pressstoffes wird durch Baumwollfasern erreicht. Baumwollfasern geben durch ihre Hohlschlauchcharakteristik eine hohe Elastizität dem späteren Duroplast-Karosseriepressstoff. Hier sehen Sie die gereinigte Baumwolle, die für die Deckschicht eingesetzt wird. Sie wird über ein Aufarbeitungsgerät einer Mischanlage zugeführt. Die Baumwolle wird nach oben transportiert und fällt dann auf ein Quertransportband zur weiteren Vermischung. Die
unteren Schichten des Pressstoffes bestehen aus Reisspinnstoffen, hier blau und rot eingefärbte Reisspinnstoffe, die aus unterschiedlichen Betrieben, insbesondere aus der Textilverarbeitung, kommen. Und dahinter, dieses helle, weiße Material, ist eine sehr kurzfaserige Baumwolle der Sorte 6, die bei der Produktion anfällt und für uns, für diesen Zweck, in Verbindung mit Phenolharzen, ausreichend lange Stapelfasern hat. Die Baumwolle kommt durch die Rohrleitungen und wird über einen Füllschacht der Krempelmaschine zugeführt. In der Krempelmaschine werden die Fasern vereinzelt und schließlich als dünnes Faserflor abgelegt. Bei dieser Krempel mit Doppelabnehmer werden zwei Faserflore gebildet und der späteren Streuvorrichtung zugeführt. Die beiden Faserfliese werden seitlich eingerollt und leicht verdichtet an der Kante, damit ein guter Übergang entsteht. Wir zeigen jetzt die Vorbereitung des Bindemittels Phenolharz. Es ist ein Plastaresin, das in Stückenform von dem Werk Erkner angeliefert wird und nach dem Malungsprozess zur Kunststoffmaschine kommt. Das Harz wird in den Vorbrecher eingekippt. Und läuft auf dem Band der Mühleinrichtung zu. Große Stücken sind bereits gebrochen. So läuft das Harz nun der feinen Mühle zu. Über weitere Transportbandeinrichtungen kommt dann der Sichtungsprozess bis zum Einfüllen des fertigen gemahlenen Harzes für die Streuvorrichtungen. Der Beschickkasten wird mit Kunstharz gefüllt. Dieser Kasten dient dann zum Transport des gemahlenen Harzes an die einzelnen Streuvorrichtungen. Das Kunstharzpulver wird in die Streuvorrichtungen eingefüllt. Anschließend über Vereinzelungseinrichtung auf das Vlies aufgetragen. Das Kunstharz wird hier auf das Faserflor aufgerieselt. Es entsteht dadurch eine gleichmäßige Mischung zwischen Faserflor und Kunstharz im groben Verhältnis 1 zu 1. Das Vlies-Kunstharz-Gemisch läuft anschließend in die Legeeinrichtung ein. Über eine Legeeinrichtung werden die einzelnen Vliese aufgetäfelt. Sie sehen deutlich die Kunstharzbestreuung. In der Totale sieht man, dass insgesamt 5 Maschinen arbeiten können. Bei der Dachfertigung waren alle 5 Maschinen notwendig. Im Augenblick werden nur 4 Maschinen eingesetzt. Es wird also Material mit einer Dicke von 3 mm hergestellt. Das Vlies wird aufgerollt. Es sind etwa 100 Lagen notwendig, um die Gesamtschichtdicke zu bilden. Kleine Materialunebenheiten sind deshalb ohne Bedeutung. Sie überlagern sich.
Das Vlies wird anschließend in eine Kalandereinrichtung transportiert und dort verdichtet. Die Querschere schneidet das Vlies in Querrichtung in die festgelegten Längen. Das war der Schneidprozess. Und dies ist jetzt die Rollschablone für das Aufzeichnen der Kurven, für das manuelle Nachschneiden. Die Längsbeschneidung teilt das gesamte Vlies in zwei nutzbare Breiten. Das seitliche Randmaterial wird abgeschnitten und der späteren Wiederverwertung zugeführt. Von Hand werden die Radausschnitte ausgeschnitten und das Abfahrtmaterial entfernt. Anschließend wird das Vlies zusammengerollt und in einen Transportwagen gelegt für den Abtransport an die Presse. Das Teil wird aus dem Transportbehälter in das Werkzeug eingelegt. Auf das Vlies kommt ein mit Polyethylen beschichtetes Packpapier als Trennmittel zum Oberwerkzeug aus Gummi. Nach diesem Prozess wird die Presse geschlossen und für den weiteren Vorgang vollautomatisch durch. Die Presse lüftet im Anfang 3 bis 5 Mal aus. Damit kann das entstehende Wasser entweichen. Dies ist Voraussetzung für eine sichere nachfolgende Lackierung. Nach dem Lüftungsprozess schaltet die Presse auf normale Heizung um. Insgesamt sind ca. 45 Pressen im Betrieb. Ein Mann bedient 5 Pressen und arbeitet immer wechselseitig. Das Presswerkzeug besteht aus einer Stahlgussformschale. Sie ist etwa 100 mm dick und hat eingegossene Heizkanäle. Das Heißwasser mit etwa 180 Grad wird von der Seite eingeleitet, durchläuft das Presswerkzeug und am Ende des Werkzeuges wieder ausgeleitet. Die Formschale sitzt auf einer Kunststoffschicht, die in der Form selbst gehärtet wird. Das Oberteil des Presswerkzeuges besteht aus Hartgummi. Der Hartgummi wird in der Form vulkanisiert. Es sind entsprechende Halteeinrichtungen an dem Gussgrundkörper angebracht. Wieder zurück zum anfangs gezeigten Hinterkotflügel. Die Presse öffnet sich. Und das Bauteil kann ausgeformt werden. Der Pressvorgang dauert etwa 8,5 Minuten und setzt sich zusammen aus der Heizzeit und den nachfolgenden 2 Minuten Kühlzeit. In der Anfangsphase wird innerhalb von etwa 3 Minuten ausgelüftet. Das Bauteil wird herausgenommen und in eine Spannvorrichtung gelegt, damit während des Abkühlprozesses keine Verzüge entstehen können. Aus der Spannvorrichtung wird das Teil nach dem Erkalten herausgenommen und in der Palette abgelegt. In diesem Zustand werden die Teile anschließend in die Weiterbearbeitung transportiert.
Fahrgasse öffnet und die geschnittene Tür ist zu sehen. Der Abfall wird entfernt und auf einen Transportband geworfen. Das geschnittene Bauteil selbst wird herausgenommen. Es handelt sich hier um Spezialschneidwerkzeuge, teilweise mit seitlichen Schiebern, um auch schräge Schnitte durchführen zu können. Diese Presstechnik wird für fast alle Bauteile angewendet. In nachfolgenden Operationen werden noch einzelne Schneidprozesse vorgenommen, wie zum Beispiel hier beim Vorderkotflügel der Scheinwerferausschnitt oder bei den Türen die Durchbrüche für die Griffe oder ähnliches. Dach und Kofferklappe werden manuell zugeschnitten auf Bandsägen. Das Bauteil wird an Führungskanten entlang geführt. Dadurch ist ein relativ schnelles Schneiden möglich. Die Anpasskanten werden anschließend noch nachgefräst. Das Dachteil wird in die Spannvorrichtung eingelegt, gespannt und in die Fräsvorrichtung eingefahren. Die Fräsvorrichtung fräst anschließend die sichtbare Dachkante ab. Der Fräser läuft an Kurven entlang, sodass keine manuelle Bedienung erforderlich ist. Nach dem Prozess wird das Bauteil wieder ausgefahren und auf dem Stapel abgelegt für den Abtransport in die Montage. Werden kleinere Fehler festgestellt, so erfolgt eine Nacharbeit mit Epoxidharz. Die Oberflächenfehler werden örtlich ausgefräst oder auch nur verschliffen, wenn es sich um kleinere Fehlstellen handelt. Die ausgefrästen Stellen werden anschließend mit einem Epoxidharz-Spachtel ausgefüllt. Einen Spachtelstellen sind als weiße Flecken zu sehen. Durch dieses Verfahren haben wir immerhin einen sehr geringen Ausschussprozentsatz verzeichnen können. Dies ist bei der Herstellung großflächiger Kunststoffteile für Automobilkarosserien ein sehr wichtiger Faktor. Nach dem Verschleifen ist die Oberfläche glatt. Die Fehlstellen führen dadurch zu keinen Markierungen in der Lackierung und sind absolut gleichwertig. Karosserien werden im Werk 1, im früheren Werk Horch, gefertigt. Hier wird gerade der Karosseriegrundkörper für einen Tramp entladen. Der Transport erfolgt mit diesen Spezialfahrzeugen. An dieser Station erfolgt anschließend das Anfügen oder Anhängen an die Transporteinrichtung. Die Karosseriegrundkörper kommen nun am Gehänge in die Vorbehandlungsanlage. Die phosphatierte Karosserie wird der Elektrophoreseanlage zugeführt. Auf der Vorbereitungsstrecke erfolgen noch einige zusätzliche Arbeiten. Die vorderen Kanten werden mit Plastisol abgedichtet, mit einer Fadenpistole wird das Material aufgelegt
Es wird auch die Regenrinne vorn am Windlauf damit ausgefüllt und eine sichere Abdichtung erreicht. Diese Plastisolraube wird anschließend noch verstrichen. Nach der Kontaktierung der Karosserie erfolgt der Einlauf in das Elektrophoresebad. Die Beschichtung der Karosserien erfolgt elektrophoretisch mit einem Polybutadien der Firma Hellac. Dieses Polybutadien ist ein Elektrotauchgrund der vierten Generation mit sehr guten Korrosionsschutzeigenschaften und sehr gutem Umgriff. Die Karosserien werden voll eingetaucht und es findet ein gleichmäßiger Niederschlag der Grundierung an allen Stellen, insbesondere auch in den Hohlbereichen statt. Die Karosserie taucht auf. Das überflüssige Material tropft ab. Anschließend wird die Karosserie gespült. Der Film ist bereits relativ fest. Anschließend erfolgt die Dekontaktierung. Es wird also die Verbindung zum Strom wieder entfernt. Und danach die Trocknung bei etwa 180 Grad in etwa 15 Minuten durchgeführt. Die Hohlraumkonservierung erfolgt mit einer speziellen Bitumen-Bleimännige Kombination. Die Lösung wird in die Öffnungen für die Karosserieträger eingesprüht. Die Karosserie wird von der Lackiererei mit Hängeförderer in die Beplankung transportiert. Hier erfolgt das Aufsetzen auf den Transportwagen. Das Lackiergehänge wird entfernt und die Karosserie anschließend auf das Montageband gefahren. Nun beginnt die Besonderheit, die wir nur hier im Werk Sachsenring haben, dass zwischen der Grundierung der Karosserie und der nachfolgenden Lackierung noch ein Beplankungsprozess für das Anfügen der Kunststoffteile zwischengeschaltet worden ist. Wir sehen uns nun die Montage der einzelnen Teile noch an. Die Montage der Kunststoffteile beginnt mit den Türen. Ein Abdichtband wird auf die Türkante aufgelegt. Die Tür wird mit den Montagescharnieren. Die Montagescharniere werden gelöst. Die Kunststofftür wird aufgesetzt. An der Kammlinie verschraubt. Und zwar mit drei Schrauben. Anschließend wird die Türplanke auf den Blechkörper aufgedrückt und die Tür in die Bohrvorrichtung eingefahren. An der Unterkante erfolgt der Bohrprozess automatisch. Die Kammlinie wird manuell gebohrt. Danach werden die Schrauben angebracht bzw. der Nietvorgang durchgeführt. Die Nieten werden mit Pressluftgeräten breitgedrückt und damit eine sichere
Verbindung des Kunststoffteiles mit dem Blechteil erreicht. Die Kunststoffteile sind bereits mit dem Dachhimmel versehen. Auf dem Karosseriegerippe wurde eine Folie angebracht, die einen sicheren Schutz gegen die spätere Innenlackierung ergibt. Die Klebeflächen an der Hinterkante und die Abdichtflächen sind mit entsprechenden Materialien beschichtet. Danach erfolgt die Montage des Daches mit entsprechenden Falzwerkzeugen. Und an der Hinterkante werden zusätzliche Spannvorrichtungen angesetzt. Die Verbindung der Hinterkante mit dem Karosseriegerippe erfolgt während des Lacktrockenprozesses durch den Klebstoff. Die Türe wird eingehängt. Kotflügel werden angebracht, Dichtmasse wird an Oberkante aufgelegt, und der Kotflügel an der Kammlinienkante befestigt. Der Kotflügel wird grob angepasst, anschließend mit Klebstoff beschichtet. Und zusätzlich eine Abdichtmasse aufgetragen. Die Dichtmasse für den Hinterkotflügel wird aufgelegt. Es handelt sich um ein dauerplastisches Abdichtband auf Plastisol-Basis. An der Unterkante werden Dichtprofile aufgesteckt. Anschließend der Kotflügel angesetzt. Die Befestigung erfolgt zunächst mit einigen Heftschrauben. Löcher für die Befestigungsschrauben werden vorgebohrt. Und die Schrauben automatisch angebracht. Die Schrauben werden durch
Mechanik dem Schlauch zugeführt und über den Schlauch in den Schrauber geleitet. Dichtmasse werden die Fugen gefüllt. Es handelt sich dabei um eine Kautschukmasse. Mit einem Pinsel wird anschließend dieser Vorgang noch überstrichen. Damit eine gute Abdichtung erreicht. Die Montage der Kotflügel an der Unterkante erfolgt an einer Banderhöhung. Die Karosserie wird nach oben gefahren, damit günstigere Arbeitsbedingungen bestehen. Bei der Montage des Hinterkotflügels ist die Wirkung der Banderhöhung besonders gut ersichtlich. Die Fahrzeuge kommen von der Banderhöhung und laufen in die Nacharbeitsabteilung ein. Interessant ist das Fräsen der Türluft. Die Tür ist genau bearbeitet und die Kotflügelkante wird durch einen Fräser in absolut gleichmäßiger Breite erzeugt. Die Bearbeitung der Türluft ist bei Blechfahrzeugen im Allgemeinen ein sehr großes Problem. Kunststoffkarosserien bieten hier Vorteile. Karosserien werden kontrolliert, kleine örtliche Fehler werden nachgearbeitet. Die Karosserien laufen dann in die Vorbehandlungsstrecke für die Lackierung ein. Die Absichtmasse wird eingespritzt. Es handelt sich hier um eine Polystyrolmasse mit Lösemitteln. Auch im Karosserieraum werden die Dichtkanten noch überspritzt. Anschließend wird die Karosserie abgewischt, insbesondere von möglichen Fettstellen werden die Kunststoffteile gereinigt. Danach laufen die Fahrzeuge in die Vorbehandlungsstrecke und bekommen dort die Grundierung. Die Kunststoffteile werden mit einem Epoxidharzprimer überspritzt. Er dient als Haftgrund für die nachfolgende Lackierung. Der Vorgang erfolgt durch automatische Spritzpistolen, die über dem Dach und seitlich vom Fahrzeug angebracht sind. Zusätzlich wird manuell ein Kantenschutz aufgetragen. Es werden damit alle Blechteile kantenbeschichtet und ein verbesserter Korrosionsschutz erreicht. Die Grundierung erfolgt mit Spritzrobotern. Die Roboter sind programmiert und führen die Spritzarbeiten aus. Sie haben sich sehr gut für die Grundierung bewährt. Auf jeder Seite des Fahrzeugs ist ein Roboter. Die Innenausspritzung erfolgt manuell. Die Trocknung beider Anstrichstoffe wird in dem nachfolgenden Trockenofen vorgenommen. Die Karosserie läuft aus dem Trockenofen in die Untergrundvorbehandlungsanlage ein. Die Karosserie wird angehoben und
und um 90 Grad geschwenkt. Die Beschichtung des Unterbodenschutzes erfolgt durch zwei Roboter. Das U-Boot-Deck, ein gut wirksamer Dauerunterbodenschutz, wird auf die gesamte Bodenfläche aufgespritzt. Anschließend werden die Radschalen beschichtet. Nach Ablauf der Unterbodenschutzbeschichtung schaltet der Roboter auf Farbe um und bespritzt noch all die Flächen, die für eine nachfolgende Montage ohne Unterbodenschutz sein müssen. Dieser Vorgang ist jetzt zu sehen. Danach schwenkt die Karosserie wieder in ihre Normalstellung zurück. Und wird weiter transportiert in den Trockenofen für die endgültige Austrocknung der Grundierung und für die gleichzeitige Austrocknung des Unterbodenschutzes. In der Umlenkstation werden noch zusätzliche Arbeiten wie Einlegen von Schalldämmmatten und Reinigungsarbeiten durchgeführt. Die Karosserie läuft dann in den endgültigen Trockenofen ein, der bei etwa 100 Grad eine Trocknung des Klebstoffes und gleichzeitig die Härtung des Lackes bewirkt. Die Karosserien verlassen den Trockenofen. Vorgeschaltet ist noch eine Kühlzone. Sie laufen anschließend in die Schleiferei ein und werden manuell örtlich nachgeschliffen. Durchgeschliffene Stellen werden mit einem Primer nachgespritzt, damit eine sichere Haftung des Decklackes an allen Bereichen gewährleistet ist. Bei der Kombikarosserie muss die ganze Hinterkante nachgespritzt werden, da hier durch die Spannvorrichtung eine automatische Grundierung nicht möglich ist. Jetzt erfolgt die Einfahrt in die Trockenzone der Lackierstraße. Das Fahrzeug durchläuft dann die gesamte Lackieranlage und kommt als fertig lackiertes Fahrzeug am Lackieranlagenausgang heraus. In der Vortrockenzone liegt die Trockentemperatur bei 110 plus minus 5 Grad. Die Temperatur über 100 Grad ist erforderlich, damit eine sichere Austrocknung des Wassers erfolgt. Die Karosserien werden manuell abgewischt. Dazu werden spezielle Reinigungslappen und spezielle Lösemittel verwendet. Sie sind staubbindend und sichern eine nachfolgende gute Lackierung. Der Decklack wird manuell gespritzt. Es handelt sich um einen 80 Grad Alkyd-Amin-Lack. Wir haben zeitweilig diese Arbeiten von Robotern ausführen lassen. Dabei war jedoch der Verschmutzungsgrad zu hoch. Die Karosserie wird nun auf das Transportband geschoben. Nachdem noch einige Nacharbeiten, ergänzende Arbeiten und auch die Beseitigung des Himmelsschutzfolie durchgeführt wurde. Nachdem diese Folie entfernt ist, ist der Fahrzeughimmel schon komplett fertig,
ohne dass noch zusätzliche Arbeiten erforderlich sind. Der Transport der Karosserien erfolgt nun zur Verladestation. Mit dem Transportfahrzeug erfolgt dann die Weiterführung der Karosserien in das Werk 2, das frühere Werk Audi, zur Komplettierung mit Motor und Fahrwerk. Im Werk 2, dem früheren Werk Audi, werden die Karosserien von dem Transportwagen entladen und der Montagelinie zugeführt. Die Karosserien werden fertig gemacht, die Sitze eingebaut, Schalldämmmatten eingelegt, Schlösser eingebaut und die Karosserie für die Montage der Fahrwerkteile vorbereitet. Die Karosserien werden zunächst um 90 Grad gedreht und Montagearbeiten durchgeführt. Das Drehen der Karosserie um 180 Grad ist eine sehr günstige, besteht eine sehr günstige Möglichkeit der Montage für die gesamten Fahrwerkteile. Achsen und Schmutzfänger werden angebracht. Bremsleitungen montiert. Die Scheiben werden eingeglast und weitere Montagearbeiten zum Fertigstellen der Karosserie durchgeführt. Und nun findet die sogenannte Hochzeit statt. Das Antriebsaggregat und die Karosserie werden zusammengefügt. Es entsteht dann das Fahrzeug, das auf dem Endmontageband weitergeführt und bis zur Fahrtauglichkeit weiter montiert wird. Die Karosserie läuft auf dem Band weiter. Für die nächste Arbeitsetappe. Und nun sieht man die gesamte Länge der alten Montagestraße. Dann bereits mit eigener Kraft in den Bremsenprüfstand. Die Funktion des Fahrzeuges wird überprüft. Die einzelnen Gänge durchgeschalten. Spur- und Scheinwerfer werden eingestellt. Das Fahrzeug der Fertigmacherei zugeleitet. Die
Fahrzeuge werden kontrolliert, nachpoliert an Fehlerstellen und für den Verkauf bzw. die Ablieferung fertig gemacht. Die Fahrzeuge verlassen die Fertigmacherei und kommen zum Vertrieb.